Oh, ich kann's. Ja. Table scraps. Ah! Fuck! Oh. Yo, Baradna. She's crazy. Alles klar, Franzi. Danke, dass du da warst. Gute Nacht und gute Besserung. Just breathe. Keep your head down. It's okay. Now say puke in your soup, okay? That you won't choke to death on your own sick. Alter. Enough. Whoever put out this welcome gift for us is long gone. And they left behind a big-ass ship that must have some valuables still on it. So get scavenging! Ah, ich weiß ja nicht, ne? You all have your orders. Hurry up and do your job so we can get back home. Krass. Das sieht echt übel aus. Oof. If I stare at these too long, I might be the one throwing up in my soup. Aber warum? Krass. Okay, wir schauen uns mal ein bisschen um. Wir haben hier gerade einen Kopf ein bisschen, wegstoßen, eine Laufweganalyse zum Scan halten. Missionsprotokoll freigeschaltet. Gucken wir uns direkt an. Laufweg-Signaturanalyse. Schiffsklasse Fregatte. Schiffsherkunft Europa. 2345 bei der UNN als gestohlen gemeldet. Anzahl Epstein-Antriebe 1. Anzahl Torpedos 12. Anzahl Punktverteidigungswaffen 5. Dramas Protokoll. Die Urshanabi hat die Antriebssignatur des angreifenden Schiffes analysiert. Bevor ihre Verteidigungssysteme getroffen wurden, das Schiff, das sie besiegt hat, war eine UNN-Fregatte. Falls es durch die Köpfe nicht deutlich genug wird, Piraten sind für diesen Angriff verantwortlich. Sie haben bereits ein UNN-Schiff gestohlen und damit ein zweites zu Schrott verarbeitet. Was immer ihr Ziel ist, sie haben keine Angst dafür, die Erde zu verärgern. Eieieiei. Razy 0134, moin und willkommen mal zurück. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Kühn. Köpfe. Aber nicht gleich den Kopf verlieren hier. Hallo. Okay, Plakette ansehen. It's not like the pirates took down some creaky old ship. This thing was practically brand new. UNN Urshanabi. In Auftrag gestellt 2336. Fregatte der Leonidas-Klasse. Gebaut in der Busch-Schiffswerft. Okay. Oh, hier, hallo. Bruder, du hast coole Haare.
Tschüss. Okay, wir sollen da lang, aber wir gehen erstmal hier lang. Gucken hier nochmal ein bisschen durch. Okay, hier kommt nichts. Gehen wir da hinten lang. Das hier ist wohl sowas wie der rote Faden, den wir folgen können. Quantenprozessor. Oh, wie krass. Navigiere durch die Technik. Wir waren einfach... Eieieiei, da haben wir... Wir haben doch bestimmt irgendwas übersehen. Quantenprozessor. Einsammeln. Jenny ist wieder da, Wibi. Bergungsmaterial eingesammelt. Sehr gut. Das freut mich doch. Also das ist das... Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was anderes haben, wo ich noch nicht war. Wenn ich mir das so angucke, dass wir hier so die Wände hochgehen können teilweise. Da bin ich ja mal... Aber ich glaube, das können wir nicht... Okay, hier kann ich das anscheinend noch nicht. Okay, wir gehen hinten weiter. Sicherheitskammer ansehen. Fuel, Oxygen, Scrap Metal, Wiring. If we can use it or sell it, it goes in here. Okay. Abgerissene Wand. Pirates tore this place apart. But pirates aren't scavengers. Hm. Und hier sind die Körper, okay. Wir haben die Körper gefunden. Gebe mit RT ab. Ach. Und wie gehe ich zurück? Ach so, okay. Blutfleck. Arnin und Rayan rufen. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Ixo? Back when you ran with Dawes? Natürlich nicht. Nein, Schlimmeres. One time, I cut a man's eyes out when he looked at me funny. For real? Sure did. Wore them as earrings the next night. For Shang Fong. Looks like the crew didn't surrender their heads to the pirates without a fight. Vielleicht. Okay. Doesn't look like a typical pirate attack to me. I agree. Maybe they were looking for something big and couldn't find it. Left the heads to try and scare off anyone else. Makes sense. Especially if they thought other people might come looking. Could be. The scuttlebutt around the Urshanabi has been pretty loud. Ich finde seinen Kopf riesengroß. One hell of a battle here. Der Typ hat einen absolut riesen Schädel. Schweißbrenner.
einsammeln. This looks like a fabricator of some kind. Maybe for material printing? Do we? Yes! Gimme, gimme! Alter! Yes! Gimme, gimme! Das Gefühl muss so komisch sein, ne? Okay, Tür. Zum Halten öffnen. Okay, time to scavenge. Drummer, looks like the officer's section is still intact. Go check it out. On it. You know the military. The brass always hoards the best shit. Let's hope so. Was haben wir denn da unten? Ich denke, da guck mal, das sind alles Orte, glaube ich, wo wir hingehen können, ne? We place these nav beacons on every ship we explore. They're supposed to help me cover the space and find more valuables. But usually I just go with my gut. My gut. Focus laser. I bet the crystal in this laser system could work for the autodock. Hope it's still intact. Wieso schlagen? Ich bin wieder anwesend, also Ingrim, ich kann dich leider nicht hören. Alles gut, Vasilix. Virgil, guess what I found for you? A new laser crystal? Oh, perhaps some dried mushrooms. I hate to break it to you, but we're orbiting Jupiter right now. Why would there be mushrooms? So. Warum nimmt sich eigentlich den Rest nicht mit? Ich meine, er könnte doch filmen. I left many things behind when I departed Luna, but my taste buds aren't among them. Ich verstehe nicht, warum sie den Rest nicht auch noch mitnimmt. Eigentlich total dumm, oder? Oder täusche ich mich da? Okay, das ist die Barke. Nenn das mal Barke. Und da ist auch noch was. Ei, oh, da ist jemand mit Kopf. Ja, so ziemlich dumm. Europa's Bane. Anyone heard of it? Warum Lotus Blume? One of two Son Zapata's ships. Ah, fuck. Should have known. Who is that? Latest pirate flavor of the month. Led a mining strike on Europa. Stole a few ships. Now self-employed as a full-time murdering psychopath. UNN has been giving her a wide berth. If she wanted to take out this ship, it means she had a good. Or she's just a warum sie nicht alles mitnimmt. Achso. Ja, irgendwie schon. Thanks. Okay. I've finished scanning the ship. Bad news first. The officer's quarters are secured with a fingerprint lock. You're going to need to find the right hand. An okay. Officer. Sabaka. But good news. According to the logs, Second Corporal Horowitz was in the mess hall at the time of the attack. Might be difficult to get his body back to the door, though. Don't need all of him. Oh, God! Hey, warum nicht? Nimm mit. Looks like the crew tried to mount a defense here. For all the good it did. Those poor people. This is awful. Have you ever seen anything like it?
No. Not even on Ceres? Not even on Ceres. Fashang. Check the shoulders. UNN officers have those fancy bars. Er hat keine Streifen. Aber guck mal, er zeigt Peace oder so, ne? I know pirates are vicious, but this is... Hat die Finger gekreuzt, er hat gelogen. You hear stories about people who spend too long off station. Go Big Pagal. Big Pagal? My belter is... It means really fucking crazy. This much violence seems pretty Big Pagal to me. Can you hurry up? Working on it. Okay, hier sind noch tote Piraten. Kanon rufen. Another pirate corpse. That makes two in here. Better than none. Das ist schon noch irgendwelche Hintergründe zu Toussaint. You know anything else about this Toussaint? Where she's from? The thing about murderous rampaging pirates, they tend to be a little mysterious. Okay. I wonder if Toussaint was here herself. Or if she stayed back on the ship, like some other captains I know. This was a massacre. No other word for it. Sooner we get out of here, the better. Have you checked the ceiling? If his mag boots were off, he might have drifted. Da sind eh noch Leute. Oh, guck mal. Hier hat eine Säge dabei. Sorry about this. Die hat einfach eine Säge dabei. Alles klar. Der hat keine Hand mehr. Der Arme. Komme ich hier eigentlich jetzt noch weiter? Nee, ne? Nee, da kam ich nicht weiter. Okay. Wir gehen wieder raus. Fuck, fuck, fuck! Hey. Rayan, what's happening? An accident. My leg. It's stuck. Volota, you're the accident. Keep holding. I'll be right there. Drummer, whatever mess he's got himself into, make sure the containment vault is secure. We cannot afford to lose it. Captain, Rayan's back suit is... Not now! Drummer, get your ass over there. On my way. Wir helfen erstmal bei den Kollegen. Eingeben. Hilf Rayan, okay. Scheint wohl da zu sein, ja. Hold still. We'll see what we can do. What happened? Unexploded charge, I think. Pirates must have left it behind. Pashang, you didn't scan first? Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now or he could die. Belay that. That vault has O2. Fuel, armaments. We can't afford to lose it. Wir helfen ihm, oder? Leute, ihr dürft entscheiden, Tresor verlieren oder Bein verlieren. Ihr dürft entscheiden. Tresor verlieren oder Bein verlieren. Na,
na. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo ein Timelimit haben, aber ich sehe gerade keins. Aber ihr dürft entscheiden. Ansonsten entscheide ich einfach. Kann man nicht auch mit nur einem Bein weiterleben? Ja, kann man tatsächlich. Und du brauchst doch tatsächlich dann einen Anzug, der nur ein Bein hat. Kann man tatsächlich, ja. Ist das nicht der Typ, den wir schon... Aber ich weiß nicht, ne? Es ist ja eigentlich wichtig, dass die Crew eigentlich immer zusammenhält, ne? Und ich glaube, wenn wir die Crew auf unserer Seite haben, haben wir weniger Probleme. Wenn wir der... man kann auch einen Knoten ins Hosenbein machen. Kann man auch, aber im Raumzug wird schwierig. Ich würd sagen, den Tresor verlieren tatsächlich, weil ich glaube, die Crew ist wichtiger. Auch wenn, ich glaube, ihn haben wir vorhin einen geknallt, aber er gehört immer noch zur Crew. So, Leute. Eine Entscheidung oder ich entscheide? Jetzt setze ich euch unter Druck. Also, ich mag den nicht. Ich kenne auch gar keinen von allen. Ich mag den nicht. Er hat halt nicht gescannt, er war unvorsichtig. Aber ich würde ihn jetzt nicht dafür bestrafen wollen. Und das ist irgendwie doof. Und ich glaube, wenn wir ihn jetzt retten, wird er uns irgendwann zugutekommen. Sonst haben wir ihn irgendwann als Feind. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Nur weil wir ihn nicht mögen, heißt das nicht, dass wir ihn nicht gebrauchen können. So. Entscheidung. Was war nochmal, Jenny? Wir müssen entscheiden, ob wir sein Bein verlieren und, und den Tresor retten oder ob wir den Tresor verlieren und sein Bein retten. Also ich bin für Tresor verlieren, weil ich glaube, er wird uns irgendwann nochmal, also seine Hilfe wird wichtig. Tresor. Tresor retten oder verlieren? Dani. Also ich würde Tresor verlieren sagen. Ding, ding, ding. Diese Musik fehlt jetzt gerade. Ding, ding, ding. Lost in Space. Lost in Space. Den Tresor. Komm, wir machen Tresor verlieren. Let's go. So, komm. Tresor verlieren. Egal. Wir hätten ihn. Dies ist eine wichtige Entscheidung. Möchtest du mit dieser Auswahl fortfahren? Fortfahren. Okay. Wir haben ihn eine geknallt, aber ich glaube, er wird wichtig für uns. What are you doing? Warum holen sie sich den nicht eigentlich wieder? Verstehe ich nicht. You're welcome. I'm signaling Virgil to come check on him, but vitals look stable. You did the right thing, Kamina. Bullshit. See if you feel that way in a few weeks when we're running out of supplies. Oh, halt echt. You're a disgrace to Beltaloda. It's done. Unsere Entscheidung, unser Ding. Frag mich, warum sie dem Tresor nicht hinterherfliegen. Der ist so offen. Wieso gehen sie nicht hinterher? Ich verstehe das nicht. So. Öffne die Tür zum Offizierskwartier. Ja, wir sind ja hier hochgekommen. Ja, genau. Dann sind wir ja da rein. Ansehen. Rand's an Idiot. But he didn't deserve to suffer vacuum exposure for his mistake. No one does. Richtig. Genau das denke ich nämlich auch. Nur weil er einen Fehler gemacht hat, heißt das nicht, dass man ihn bestrafen muss. Also, das ist jetzt kein Fehler, wo man sagen kann, irgendwie, ja, nee, der soll jetzt sterben oder ist ja Quatsch. Brauch ein neues Wort.
Ach du, ich glaube, das Spiel wird hier ganz viele Wörter noch bereitstellen, du. Guck mal, da ist ja noch so ein Kanister, so ein Tresor. Diesel Fuel. Graffiti. OPA Graffiti on the outside of the containment vault? How dumb can you get? How dumb. Bum Bum ist er leider nicht mehr. Das stimmt. Bum Bum ist leider nicht mehr. Brennstoff. Wait, did you just... That was a pressure-sensitive panel. It must be connected to... Quick, get away from there! Kasheng, what? Combustion in 5, 4, 3, 2... Alter, dumme Sau. Really? Und jetzt geht's wirklich in die Luft. Das wäre hart. I wish I could see your face right now. Sehr lustig. Das ist ein funny Junge. You're very proud of yourself. I'm gonna be honest. I really am. Okay, da waren wir ja überall, ne? Wir können ja hier jetzt noch rein. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Ein Luftfilter. Last time Khan smoked a cigar on the ship, Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. Temperaturprotokoll zum Scan halten. Neues Missionsprotokoll freigesetzt. Temperaturanzeige. 9.21 Uhr, 21,6 bleibt stabil und zwar für 21 Minuten. Alarm. Temperaturänderung außerhalb erwarteter Parameter. Alter Schwede. Innerhalb von einer Minute 400 Grad Unterschied. Außerhalb 270 Grad. Ja, let's go. Im Minus, ne? Minus. Die Temperatur in diesem Bereich änderte sich schlagartig, als der Rumpf durchbrochen wurde. Neben den Torpedos und PVW-Schüssen, um die Verteidigung der Oshinabi zu durchbrechen, nutzten die Angreifer auch eine gerichtete Energiepistole. Wenn sie ein Schiff dieser Größe überwältigt haben, müssen sie die Oshinabi entweder zahlenmäßig oder in Sachen Bewaffnung übertroffen haben. Ich schätze, die Gruppe war klein, gut koordiniert und bis an die Zähne bewaffnet. Womöglich, ne? Tür. Crew Quarters. Was haben wir hier? Officer Ward. Okay, das ist das. Hier ist ein Brief. Khan anrufen. Hey Khan, you've been flying a long time. Ever seen anything like this before? Nah. But when it comes to pirates, nothing surprises me. They're all monsters. Ist also Meinungen? You've seen the damage they did. What do you think they were after? Could be anything. Question is, whether they found it or not. Lesen. Skinnies. Bigoted asshole. He still didn't deserve to die like this. Tess, wir werden geändert. Keine Ahnung, wie die unseren Scanner überwunden haben. Sie tauchen aber aus dem Nichts auf. Sagen, wir sollen uns ergeben, als würden wir uns einem Haufen von verdammten Skinnies ergeben. Haben den Kontakt zum Rest des Schiffes verloren. Wir stellen eine Barrikade auf und wehren sie ab. Verdammte Wilde. Sie brechen durch. Wo zur Hölle haben die Piraten ein militärisches DEG her? Hätten uns nie so weit weg von zu Hause wagen sollen. Tut mir so leid.